Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch heute am ersten Advent. Die Temperaturen sind schon weihnachtlich, alles andere noch nicht so richtig, aber heute ist der erste Advent. Genau. Ja, heute möchte ich wieder mit euch zusammen auf die letzte Woche zurückschauen. Am Mittwoch hatten wir Kirchenvorstandssitzung und ich glaube, so das Spannendste war, dass wir mit unserer Kirchturmsanierung ganz gut im Plan sind. Da klappt alles, es gab keine böse Überraschung. Genau. Und demnächst, ich glaube nächste Woche oder übernächste Woche, werden auch schon die Gerüste wieder abgebaut, sodass unser Kirchturm im neuen Glanz erstrahlen kann. Gestern am Samstag haben wir Jugendgottesdienst gefeiert. Sterne schenken Freude. Ein wirklich toller Jugendgottesdienst, wieder im Gemeindehaus, natürlich unter den aktuellen Corona-Hygienebedingungen. War ein bisschen komisch, so zu sitzen, so mit Abstand. Aber gut, wir konnten Gottesdienst feiern. Über 20 Leute waren da, hat mich total gefreut. Sterne schenken Freude. Lasst euch mal überraschen. Ja, was mich auch überrascht hat, aber leider gar nicht positiv, war ein kurzer Pressebericht vom Sonntagsblatt über die Landessynode, wo ich gelesen habe, dass die Landessynode die Pfarrhäuser, ganz viele, ich glaube sogar fast die Hälfte, verkaufen möchte. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt wütend oder traurig sein soll. Warum? Warum sollen Pfarrhäuser verkauft werden? Klar, angeblich wegen den demografischen Wandel, also dass halt ganz viele Pfarrer in den Ruhestand gehen, wir weniger Pfarrer haben. Und ich stelle mir die Frage, wir haben doch noch andere Berufsgruppen in der Kirche. Die können doch genauso auch in einem Pfarrhaus wohnen. Warum verkauft man die dann? Ganz ehrlich, ich als Diakon kann mir auch vorstellen, in ein Pfarrhaus zu ziehen. Je nachdem, was die Lage vor Ort ist oder nicht ist, das muss man halt gut prüfen. Und genauso gibt es Religionspädagogen und Pädagoginnen, KirchenmusikerInnen, ja, die könnten auch in Pfarrhäuser ziehen. Warum müssen wir diese Häuser verkaufen? Ich verstehe es nicht. Vielleicht kann mir das mal jemand erklären, der da mal Ahnung davon hat. Aber davon lasse ich mich nicht runterziehen. Aber es ärgert mich trotzdem, wenn das so wirklich stimmt. Nichtsdestotrotz, einen schönen ersten Advent. Lasst es euch gut gehen. Und eine ruhige und besinnliche Adventszeit. Euer Andreas. Ciao.